Heute das und mehr in diesem Video. Ich bin Uli und los geht's. Und es ist soweit. Wir starten mit einem neuen Projekt. In der letzten Folge hatte ich euch ja gefragt, was wir denn als nächstes machen wollen, welchen Bereich wir uns angehen wollten. Da habe ich um Vorschläge gebeten, was man vielleicht machen könnte, anders machen könnte, als ich es vorgeschlagen habe. Und wir haben dann natürlich einen Sieger oder Gewinner, wenn man das so nennen kann. Ich habe ja keine Ausschreibung gemacht, aber trotzdem hat man einen ganz klaren Favorit. Ich habe in den Kommentaren dazu Meinungen gelesen. Ich habe auch ein paar E-Mails bekommen, wo drin stand, was als nächstes gemacht werden könnte. Und wie gesagt, ich habe einen ganz klaren Gewinner. Und wir sehen es jetzt ja auch schon. Das ist die kleine Stelle hinter dem Holzlager, was ich gebaut habe, oder Schrägstrich Sägewerk. Und dieser Bereich wird umgebaut. Er bekommt nicht die Kirchenruine, wie ich euch gezeigt habe. Und zwar habe ich mich da eines Besseren belehren lassen. Das heißt, belehren lassen kann man soweit sagen, dass ich mir die Ideenvorschläge angenommen habe, was da gut wäre oder was schlecht dran wäre. Natürlich, die Kirchenruine ist, habe ich ja schon fertig mittlerweile, zeige ich euch noch, kommt aber ganz woanders hin. Die ist mittlerweile kleiner geworden, die habe ich dann entsprechend auch alles kleiner gemacht, sodass ein bisschen mehr passen könnte. Aber ihr habt recht, oder diejenigen, die mir ihre Meinung gesagt haben, die haben recht, das passt besser, was ich jetzt hierhin mache. Und zwar hatte ich ein paar Vorschläge bekommen, komme ich oder gehe ich gleich noch drauf ein. Entschuldigung, schon wieder mal ein Frosch im Hals, kannst nichts machen, ist halt so. Ich gehe erstmal auf den Punkt ein, den wir hier hinten sehen. Ich habe kleine Mauerteile gedruckt. Diese kleinen Mauerteile sind flexibel. Das heißt, ihr kennt ja oder seht ja ein bisschen so die Form dieser schwarzen Ebene da hinten. Das ist ja das abnehmbare oder auch eins meiner abnehmbaren Module. Und da kann ich keine oder möchte ich keine gerade Mauer ringsrum machen. Das Ganze soll ein bisschen organisch wirken. Das Ganze soll natürlich so wirken, dass da hingebaut worden ist. Wurde nachträglich nach den Gleisanlagen gebaut oder die Gleisanlagen wurden um das ganze Objekt herum gebaut. Wie auch immer, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich mir jede Menge, ich hatte es euch eben schon gezeigt, wie ich es entworfen habe, beziehungsweise wie ich das Ganze zum Drucken vorbereitet habe und habe euch auch im Schnelldurchlauf, glaube ich, 50-fach beschleunigt, den Druck teilweise zumindest gezeigt. Ihr habt, der aufmerksame Betrachter wird es vielleicht gemerkt haben, dass ich dort in Schwarz gedruckt hatte. Hier habe ich jetzt beigefarbene Teile. Das Schwarze war der erste Druck, der allerdings misslungen war. Da hatte ich dann irgendwann, hatte mein Drucker aufgehört und hat gesagt, nö Uli, was will ich hier noch länger mich abmühen, mache ich nicht, will ich nicht. Das war nicht weiter dramatisch, hat mir aber nicht gefallen, weil da waren kleine Fehlerchen oben drauf. Also ab in die Tonne damit, dann habe ich mir dann die Mühe gemacht und habe alle Teile nochmal neu gedruckt. Die gibt es in drei Varianten, einmal mit dem Mauer für rechte Teile, für linke Teile und für die mittlere. Ihr seht da drüben auch einen kleinen Eingang, so hinter dem Signal auf der rechten Seite. Da gehen ja die Mauern dann auf beide Seiten runter. Und ich konnte es eben wunderschön drumherum bauen, das Ganze irgendwo. Den eigentlichen Bau dieser oder Herstellung dieser Mauer und alles, was dazugehört, die Gestaltung und zeige ich euch wieder, ist aber noch nicht online. Das heißt, es wird wahrscheinlich so, jetzt haben wir Ende Oktober, wahrscheinlich so Anfang, Mitte November auf meinem Kanal Model Creation zu sehen sein. Und da zeige ich euch dann, wie ich das alles im Einzelnen nochmal gemacht habe, ein bisschen mehr im Detail. Ich möchte ja hier mal auf die Landschaft eingehen, die dahinter kommt. Und zwar dieses Geländestückchen, was ich da angeklebt habe. Da habe ich erstmal so einen lilanen Block, der hat hinten so eine kleine Kante. Das ist also mehr oder weniger ein großer Winkel, damit ich das Modulchen ja abnehmen kann. Hatte ich euch ja gezeigt im letzten Video, das kann ich also abziehen. Und der Frosch ist wieder da. Kann ich ja abziehen und dann entsprechend dann da drunter Wartungsarbeiten durchführen. Da ist ja eine Doppelkreuzungsweige drunter und. Damit ich überhaupt mal ein bisschen einen Plan habe, was ich mache, habe ich das Ganze auf dem Blatt Papier gezeichnet. Ihr habt es gesehen, ich habe die Maße eben ganz grob abgenommen an der MOBA drüben. Das reicht aber, wenn man es ganz grob macht. Das ist völlig ausreichend. Den Rest schnitze ich dann sowieso vor Ort. Da kommen wir natürlich zu. Und habe versucht, mir hier so ein bisschen zu einer Landschaft einen Gedanken zu machen, wie ich das Ganze anordnen möchte. Das heißt, hier auf der linken Seite, wo TU steht, wenn man das noch so ein bisschen lesen kann, da ist der kein wirklicher Tunnel, da verschwindet aber die Bahn nachher dazwischen. Hier habe ich es mal ein bisschen grafisch dargestellt in einer unglaublich aufwendigen Grafik. Ja, und da links ist der Tunnel. Auf der rechten Seite ist ein Fels. Hintergrund soll das werden, der bewaldet wird, und im Vordergrund kommt hin, Achtung, ein Steinbruch. Die Idee hatte ich ganz zum Schluss bekommen, oder beziehungsweise den Vorschlag oder die Idee doch eingepflanzt bekommen, dass da ein Steinbruch gut hinpassen würde. Und natürlich, da passt ein Steinbruch gut hin. Das ist die ideale Stelle dafür, weil natürlich die Zufahrt, die wäre eigentlich durch eine Art
Tunnel machen müssen. Das heißt, dass die LKWs, die da was abtransportieren, da wird kein Zug reinfahren. Ich fahre ja mit dem Zug nur dran vorbei. Auf der anderen Seite ja in das Holzlager rein. Aber ich lasse die Steine mit LKWs abtransportieren. Macht sich sehr gut, habe ich mir schon Gedanken zu gemacht, wie man das Ganze schön irgendwie gestalten kann. Und das verschwindet dann sozusagen hinten in der Wand drin. Da könnt ihr euch auf die nächsten Folgen freuen. Da kommt einiges dann dazu. Ich werde mich natürlich dann diesem Ganzen widmen hier und das Ganze ausbauen. Und ihr seht schon, ich habe jetzt auch oben das Gelände ausgeschnitten, das zeige ich euch nicht. Das ist schon mit dem Messer da. Ich habe da nichts mit dem Heißdrahtschneider oder sowas gemacht. Zack, zack, ausgeschnitten. Wird ja sowieso alles gestaltet. Bleibt ja nicht so rosafarben, wie es da hängt. Und da kommt ja auch noch ein bisschen was vorne dran in irgendeiner Form. Ja, und deswegen das Ganze eben entsprechend einfach erstmal so grob dran gemacht. Das kennt ja alle selber. Und jetzt vorne noch ein bisschen weiter ausgebaut. Das wird natürlich dann mit dem Heißdrahtschneider alles ausgeschnitten, wie ich das Ganze brauche. Da müssen ja dann auch Steinbrösel hin und was weiß ich. Oder die eigentliche Abbaustelle. Das Ganze wird natürlich relativ spartanisch werden. Das wird ein schöner alter Steinbruch werden, wo eben alles manuell abgebaut wird. Da ist kein riesen Tagebau-Dingens da oder sowas. Nein, das ist ein klitzekleiner Steinbruch. Da kommen ein paar Baggerchen rein und. Aber man kann es halt hübsch gestalten. Und auf der rechten Seite kommt später der kleine Tunnel hin, wo die LKWs reinfahren. Da kommt vielleicht auch so ein Blinklicht noch drüber, so eine Warnlampe und. Da habe ich schon ein paar viele schöne Ideen dazu. Also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, was ihr mir alles so für Vorschläge geschickt habt, was ihr so alles an Ideen gebracht habt, was man da so machen kann oder beziehungsweise welche Stelle ihr sehen wollt, was als nächstes drankommen soll. Natürlich war der Ruf auch nach Fahrvideos groß. Verständlicherweise kommt auch. Das bin ich auch bereits am Arbeiten, aber ich möchte euch da natürlich ein bisschen was präsentieren. Bin am Gleise reinigen derzeit, habe auch schon ein paar Loks zum oder ein paar Reinigungszüge schon laufen und. Also da kommt also in der nächsten Zeit auch ein bisschen was auf euch zu. Und ihr seht schon, ich habe das Ganze auch so gestaltet, dass ich das obere Teil, hatte ich gesagt, das rosafarbene abnehmen kann, also auch die Platte, die da dran kommt, der muss abnehmbar sein, oben der Teil. Was heißt, ich würde erst den Berg abnehmen, wenn es locker sein sollte, was ich nicht glaube, im Moment ist es relativ fest. Kommen zwei Magnete drunter, beziehungsweise vier, zwei unten, zwei oben. Dann kann man das mit einem Magnet anheften oder ich mache den Magnet an die Rückseite, sodass ich es draufstelle und dann rückwärtig an die Rückwand pappen. Aber da kommen wir alles noch zu, wenn wir feststellen, dass da irgendwas im Argen liegt, dass da was nicht so halten sollte. Die Lösung finden sich, ne? Aber erstmal braucht man ein Problem, dass man auch eine Lösung machen kann. Und wenn kein Problem da ist, brauche ich mir auch keine Lösung auszudenken. Das wäre erstmal der erste Teil. Da komme ich jetzt weiter zu. Das ist natürlich viel Arbeit. Da muss alles kleben und. Ich hatte ja erst am Wochenende gefragt, was wir machen wollen. Deswegen gehe ich mal noch ein bisschen wieder zurück. Und zwar auf den Deckel der Arkaden, die auf der rechten Seite sind. Das heißt, rechts unten ist der Wald, links oben ist, sieht man ja ganz deutlich, ist die Steinmann, die ich gebaut hatte. Und diese Ebene mit der Erde, die fand ich mal noch recht interessant, weil da auch zwei, drei Dinge dabei waren, die ich recht gut fand. Vom Bauen her, hier sprühe ich natürlich die trockene Erde wieder komplett mit Alkohol ein. Der kleine Zug links, der kriegt gleich eine kleine Alkoholwäsche, ist auch nicht weiter schlimm. Die werden sowieso alle lackiert, die Modelle. Das wird alles noch mit Airbrush gemacht, später. Das ist so einer der letzten Schritte, die ich irgendwo mache. Deswegen ist das nicht weiter schlimm, wenn da mal ein Spritzerchen draufkommt, da das sowieso nicht so bleiben wird. Und den Tomix, den stört er sowieso nicht. Ja, das, was ich jetzt mache, ist kein Hexenwerk. Das ist wieder Weißleim reingeschmiert. Natürlich muss ich ein bisschen Obacht geben. Ihr seht, ich habe das Modul ganz leicht so schräg gemacht, dass der Kleber nicht vorne runterläuft an der Steinkante. Das sieht ja auch nicht schön aus. Und damit eben erstmal die Oberfläche abtrocknen kann und das Ganze formbar bleibt, komme ich gleich nochmal zu, kommt da hinten wieder mein kleiner Ventilator hin. Da lüftet jetzt sozusagen die Oberfläche, so dass erstmal der Kleber fixieren bleibt. Ein bisschen was läuft natürlich vorne runter. Ja, ich habe da was drunter geklemmt, dass das so ein bisschen schräg steht, dass das nicht alles runterläuft. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Wird sowieso noch ein bisschen gestaltet, alles da vorne, wenn ich dann die Bepflanzung oben mache. Das ist natürlich wahrscheinlich ein Projekt, was ich entweder mal zwischendurch angehen werde. Da kommt ja vorne meine Idee hin, die ich neulich hatte, die ich noch nicht verraten möchte. Habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet hier vor mir. Kommt also auch noch, vielleicht mache ich es ein bisschen abwechselnd rein, werden wir sehen. Der Modulübergang, wir sehen es jetzt auf der linken Seite, ist, wo die Bäume stehen, da fehlt noch Schotter, da fehlt Erde, da fehlt Grasstreu, da fehlt so ziemlich alles. Fällt wahrscheinlich erstmal gar nicht so auf hier auf dem Video. Wenn du auch vor der Eisenbahn stehst, vor der Modellbahn stehst, dann siehst du das schon, dass da was fehlt. Und deswegen muss es auch hin. Ich habe es natürlich wieder mal so gebaut, dass dieser Modulübergang, der ja doch so ein Millimeterchen immer Platz dazwischen hat, wenn du vor der Bahn stehst,
siehst du das nicht, dass das ein abnehmbares Modul ist. Und das ist ja immer mein erklärtes Ziel. Und deswegen streiche ich jetzt diese kleine Kante ganz vorsichtig mit ein bisschen Weißleim an, natürlich mit purem Weißleim, dass nichts oben runterläuft, und bringe dann auf diesen Weißleim ganz, ganz wenig Erde auf. Das heißt, hier ist, muss nicht wirklich viel sein. Hier ist nur wichtig, dass überhaupt eine Landschaftsgestaltung da ist. Weil hier vorne kommen ja auch viel, viel Bäume hin auf diese Fläche, die ich hier jetzt gerade mit Erde die große Fläche gemacht habe. Und da wird ja auch passend zum Wald unten alles ein bisschen versteckt, weil so diese rechte Seite soll so ein bisschen in der Natur stehen sozusagen. Also da soll viel Natur sein. Ansonsten auf der linken Seite meiner Anlage, da kommt ja ein bisschen mehr Industrie hin. Auch namensgebend für die Steampunk-Dieselpunk-Anlage. Und worauf ich Obacht geben musste, ist natürlich, dass die beiden Module mir nicht verkleben. Ja, ich habe was dran und muss natürlich gucken, ich habe es wieder ein bisschen abgeruckt, dass das nicht miteinander verklebt. Da, und man ruppe ich alles ab, das bringt auch keine Punkte. Das Schöne ist jetzt, was ich vorhin, deswegen habe ich gelüftet, dass ich jetzt die Landschaft wie Knete tatsächlich formen kann. Ja, die ist, also über einen Tag ist die jetzt schon getrocknet. Und wir sehen es auch schon, dass der Kleber nicht mehr wirklich eindringt. Aber das mache ich immer so als Test. Wenn der Kleber nicht mehr reinläuft, dann ist alles schön gesättigt gewesen. Ansonsten kann passieren, dass du mal so ein bisschen Erde abhebst, wenn du irgendwann mal den Deckel abmachst oder sowas, und das ist dann nicht gut. Aber wir sehen schon, es zieht immer noch ein bisschen ein, also kann da immer noch ein bisschen was drauf. Das soll ja knochenhart werden, ja, und das ist ja auch geworden. Ihr habt es ja vielleicht im letzten Video gesehen. Das ist knochenhart. Und da habe ich ja die Landschaft so geformt, die war ja ursprünglich schräg. Sieht man das so? Schräg. Und habe aber dann unten versucht, ein bisschen gerade zu werden. Das heißt, hier auf der rechten Seite sieht man, es ist ein bisschen mehr Erde drauf. Das wird dann auch schön gestaltet. Das kann man natürlich alles schön bemalen zum Schluss. Und jetzt gebe ich auch da unten nochmal Kleber drauf, dass eben auch die unterste Schicht, wenn da vielleicht kein Kleber hingelaufen ist, auch sich komplett mit der Oberfläche dieses Moduldeckels irgendwo verbindet. Da hatte ich ja vorhin sowieso Weißleim bis zum Abwinken drauf geschmiert. Aber ich habe es alles schon erlebt. Deswegen kommt da lieber ein bisschen mehr drauf als zu wenig. Und dann haftet das auch alles gut. Und dann würde ich sagen, mit dem neuen Projekt, was wir in Zukunft angehen, freue ich mich auf euch, wenn ihr weiter dabei bleibt. Ich habe euch hier oben nochmal zwei Videos verlinkt. Die passen wieder zum Thema, zum Geländebau. Die könnt ihr euch gerne anschauen, freue ich mich natürlich, wenn ihr da reinguckt. Und da findet ihr auf jeden Fall noch viele, viele schöne Tipps und Hinweise oder auch Projekte von mir. Und dann würde ich sagen, mit diesen Worten, wir sehen uns in der nächsten Woche, Freitag 16 Uhr wieder. Macht schön gut bis dahin, alles Gute, euer Uli. Ciao.